Und damit einen wunderschönen guten Hallo und zurück beim Gerry und bei Würzburg, bei den Kickers. Es geht ran gegen Aue und hier gilt die Siegesserie jetzt mal anzufangen. Der Sieg im letzten Spiel war bitter notwendig und jetzt muss es darum gehen, Aue zu besiegen, 3 Punkte zu holen und eine kleine Serie auf jeden Fall mal anzustarten. Der letzte Sieg war ja gegen Osnabrück in der letzten Folge und ich sag mal so, ein gutes Vorzeichen ist vielleicht, dass Osnabrück und Erzgebirge Aue, nicht Auge, sondern Aue, auf jeden Fall erstmal die gleichen Vereinsfarben haben, ne? So violettmäßig unterwegs, bisschen weiß dabei. Da wollen wir doch mal sehen, ob wir denen nicht auch 3 Punkte abluchsen können. Das wäre zumindest Ziel dieser Folge. Weiteres Ziel wäre noch ein Sieg. Wäre gut, gell? Ich habe jetzt länger keine Folge rausgebracht. Ne? Ich guck mal gerade aufs Datum von der letzten. Ist schon ein bisschen her. 24. Und heute haben wir den 29. 5 Tage. Also fast eine Woche. Und das liegt unter anderem daran, ich habe diese Woche wieder angefangen zu arbeiten, muss mich da ein bisschen reinfuchsen wieder das Zeitmanagement mit Familie und Arbeit und dann noch was aufnehmen, ist schwierig. Ihr wisst ja, ich kann meistens immer nur über Tag aufnehmen, wenn ich dann aber um 3 von der Arbeit komme oder um 2:30 und dann Kind von der Kita abhole und dann auch eigentlich hier erstmal Kind und nochmal vorbereiten vom Unterricht und so weiter. Ja, dann ist der Tag eigentlich schon vorbei, weil dann mache ich abends noch Essen und dann Kind ins Bett bringen und dann kann ich schon wieder nicht mehr aufnehmen, weil Kind dann im Bett liegt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Der Gerry wollte mal ein bisschen heulen, dass er nicht genug aufnehmen kann und natürlich euch Bescheid geben. Ich habe immer noch Bock drauf. Ne? Ist nicht so, dass der Gerry jetzt sagt, keine Lust, kein Bock, ich mache was anderes. Nein, streamen geht halt besser, weil da schreie ich nicht so rum. Bei Fußballmanager aufnehmen ist halt immer mal so ein bisschen Emotion dabei oder geht der Gerry mal die Decke. Ne? Das kriegt ihr gar nicht so mit, weil mein cooles Mikrofon diese Übersteuerung und diese Lautstärke nochmal wegfiltert. Aber meine Nachbarn und meine Tochter und vor allen Dingen meine Frau freuen sich, dass ich nicht abends hier so rumschreie. Und dann freue ich mich letztendlich auch, weil wenn die sich nicht freuen, dann gibt's halt für mich auch nicht so schöne Tage. So, ja, das zur Erklärung vorneweg. Wir gehen gleich in die Kommentare, wir gucken aber erstmal rein. Ne? Also wir sind einen Ticken stärker als Aue, aber auswärts. Ne? Dann haben wir hier Erzrivale, das könnte also wild werden. Na, Erzrivale kann es nicht sein, 270 Kilometer entfernt. Was ist das? Erzrivale, ist das Zeichen der Erzrivale? Vielleicht hat man dann einfach irgendwie ein Problem mit den Fans oder so. Ne? Man kabbelt sich auch manchmal Fanfreundschaft und Fanfeindschaft mäßig irgendwie ein bisschen anders. Oder es ist der Angstgegner. Aber Angstgegner hat, glaube ich, ein anderes Zeichen. Da ist so ein komischer Smiley eigentlich da. Drauf geschissen, ist egal, was die sind. Wir hauen die einfach weg. Fertig. Ende Gelände. So, Paderborn gegen Hannover ist Topspiel. Dann haben wir Holstein Kiel gegen den KSC und Bochum gegen Heidenheim. Was gibt's zu erzählen im realen Fußball? Ach so, der eine Verein hat jetzt einen neuen Trainer für die neue Saison gekauft. Für wohl offensichtlich 25 Millionen Euro. Also langsam geht's dann bei den Trainern auch in die Richtung der Marktwerte und Ablösesummen Richtung Spieler. Ne? Muss ich ja auch irgendwann mal einnisten, der ganze Kram. Spannend. Einer der jüngsten Trainer wird dieser Nagelsmann beim FC Bayern, so heißen die beiden Parteien, die jetzt da beteiligt sind. Drittjüngster Trainer bei Bayern. Und ganz viele sagen ja, oh, der ist so jung, wie soll das funktionieren bei Bayern? Ich bin kein Bayern-Fan, aber falls jemand kommt mit so einem Argument und ihr wollt mal dagegenhalten, könnt ihr sagen, es gibt 2, die jünger waren als der Herr Nagelsmann. Die Namen habe ich leider vergessen. Die waren jeweils nur so, ich glaube, zwischen 3 und 4 Spielen oder 5 Spielen auf der Bank und waren nur so eine Interimslösung. Es waren meistens Co-Trainer, die dann kurzweilig mal reingesprungen sind. Schon ewig her. Aber dann, passt auf, die Nummer 4 in der Rangliste der jüngsten Bayern-Trainer, 4, ist niemand anderes als Udo Lattek. Und der war knapp 1 Jahr älter als Nagelsmann jetzt. Also nicht 34, sondern 35. Und ist sage und schreibe 260 Spiele am Stück bei Bayern geblieben oder so. Oder 260 Tage, ich weiß es schon nicht mehr. Guck, ihr lernt nur Halbwissen. Ne? Wäre ja katastrophal, wenn der Gerry euch alle Infos geben würde. So habt ihr noch was nachzulesen. Also die erste Station, die der Udo Lattek bei Bayern hatte, war mit 35 Jahren und ein paar zerquetschten Tagen. Und er war da sehr erfolgreich. Also, nur wenn ihr mal argumentativ arbeiten müsst, ne, sagt er, so ist es. Gut,
interessanterweise und ganz überraschenderweise vor allen Dingen, wer kommt jetzt bei Leipzig in den Trainerstuhl? Es ist total verrückt, diese Idee überhaupt irgendwie zu haben. Die sind so kreativ da in diesem Verein, in diesem Geplänkel. Also ich bin begeistert. Und zwar haben die einfach, pass auf, ich muss jetzt überlegen, ob ich es zusammenkriege, weil es so kompliziert ist. Also es gibt ja diesen Verein Red Bull Leipzig. Und dann gibt es ja viele andere Vereine. Ne? Auf der ganzen Welt gibt es andere Vereine, wo man Spieler und auch Trainer herbekommen könnte. Ne? Und aber Red Bull Leipzig ist einfach total kreativ. Und die haben von Red Bull Salzburg haben die jetzt den Trainer geholt für nächste Saison. Also das finde ich eine sehr kreative Lösung. Hätte ich niemals für möglich gehalten. Und ja, verrückte Welt bei denen auf jeden Fall. Krass, krasse Sache. Meine Güte, musste ich erstmal nachgucken, wie man denn auf solche Ideen kommt überhaupt. Ne? Boah, und dann habe ich gesehen, die waren bei den Spielern ähnlich kreativ schon mal und haben schon ein paar Spieler von diesem anderen, total weit entfernten und total aus dem Kontext gerissenen Verein einfach schon auch Spieler geholt. Es ist der Wahnsinn, was die da machen. Ha, so, wir gucken in die Kommentare rein und Ronny, wir haben endlich die Ultraszene um Randale Ronny ein bisschen befriedigen können mit dem Sieg gegen Osnabrück. Puh, der ist nämlich jetzt endlich mal zufrieden. Sehr gut, finde ich das. Klasse. Jonas Buhr, die richtige Reaktion der Mannschaft, schreibt er da. Chemie Leipzig, wichtiger Sieg gegen Osnabrück, sehr schön. Jetzt noch möglichst nachlegen und dann sollte der Klassenerhalt schon geschafft sein. Sascha Meyer hat auch gut losgelegt, so kann es ja weitergehen. Der Klassenerhalt ist wichtig. Gehen wir gerade noch rein hier. Und ich sag mal, wenn wir 40 Punkte haben, sind wir ja durch, auf jeden Fall. Und dann werden wir vermehrt weiterhin auf die jungen Leute setzen. Und deshalb bin ich auch schon in der Jugend, kommt jetzt gleich. Islander, endlich mal wieder gepunktet. Was mir da einfällt, du wolltest doch im Winter die untalentierten Jugendspieler rauswerfen. Oder habe ich da was verpasst? Nein, hast du nicht. Das mache ich in meinem realen Spielstand jetzt mittlerweile auch so. Wenn ich Dortmund spiele, nicht unbedingt, aber bei anderen. Ich schmeiß immer die komplett untalentierten Spieler, also die, die quasi auf der Tribüne sitzen, schmeiß ich mal raus. Das sind bei uns jetzt nicht so viele. Und ich mache das eigentlich immer nur am Ende der Saison, aber bei so einem Community-Let's Play wie hier, ne, macht das Sinn, zweimal im Jahr zu machen. Also wir haben das nicht gemacht hier in der Winterpause, deshalb hole ich das jetzt nach. So, nach Hause schicken. Weil, was ist die Idee dahinter? Der Fußballmanager wird immer wieder neue Talente generieren. Und vor allen Dingen dann, wir hatten es anders hier, ich mache immer die Bank auch noch weg, in der Hoffnung, dass man dann coolere Talente bekommt. Es ist so ein bisschen Cheaterei, ich weiß, aber gerade wenn wir jetzt hier, wie gesagt, unser Let's Play als Community haben, dann finde ich, muss man schon so ein bisschen vielleicht mal langsam Community-Player auch erstellen können. Ne? Das ist in den letzten Let's Plays, die wir sonst so hatten, vielleicht auch immer ein bisschen untergegangen. Aber ich würde das gerne wieder ein bisschen fokussieren und deshalb machen wir das genauso. So, der kann man hier aufstellen, wie er möchte. Das ist, macht er einfach so, okay. Die behalte ich da, weil die sind vergleichsweise noch stark, die beiden hier auf der Bank, mit 45 und 40. Das lassen wir so und so mache ich es in der B-Jugend auch. Der 42er bleibt natürlich, aber dann können wir in den nächsten Tagen nochmal hier vorbeikommen und gucken, ob jemand Neues hier reingekommen ist in den Jugendkader, der vielleicht interessant ist für den einen oder anderen als Community-Player. Sonst haben wir am Ende von 3 Jahren Let's Play wahrscheinlich wieder nur irgendwie geführte 2 Jugendspieler in der Community. Das fände ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Und genau deshalb machen wir das. Das nicht. Ich will aber nicht auch komplett hier jede Woche rausschmeißen und alle rausschmeißen und dann immer nur hoffen, dass man 9er Talente bekommt. Das fände ich auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Aber so ist es, glaube ich, ein ganz guter Deal. Behalte ich die 2 jetzt hier? Was ist das hier? Hängende Spitze? Ja, das sind auf jeden Fall Leute. Den kann man auch wegmachen. Hier so. So, das finde ich eine reale Situation so, ne, dass man sagt, ey, Moment, die, was weiß ich, Bayern und Dortmund und Schalke und sonstige Vereine, die sagen auch am Ende der Saison schon mal, ja, für dich reicht leider nicht. Du kannst hier auf der Tribüne sitzen bleiben, mein lieber Jugendspieler, oder gehst du mit einem anderen Verein. Die werden da ja nicht rausgeschmissen, aber das kann man hier ja nicht machen. Ne? Man kann ja nicht sagen, ja, such dir doch mal einen neuen. Also von daher, machen wir es genau so, in der Hoffnung, dass euch das auch gefällt und entgegenkommt. Ich würde jetzt gerne auch endlich mal hier so einen blöden Marketing-Manager einstellen. Haben wir einen mit Bild? Da, guck mal hier, Christian Rauhut oder Carsten Kramer. Ich nehme mal den Rauhut, weil ich nehme sonst irgendwie immer den Kramer.
Den Rauhut nehmen wir mal. Kann ich den nehmen? Ja, guck mal da. Dann haben wir endlich mal einen Marketingmanager. Einfach allein deshalb, damit da unten nicht immer steht, hol dir mal einen Marketingmanager. Hol dir doch mal. Außerdem kann der sich dann endlich mal um die Fanartikel ordentlich kümmern. So, wir gehen mal weiter in die Kommentare rein. Marc Bastian Manik sagt, Energie Cottbus hat auch einen Twitch-Kanal und die machen das sehr gut. Das fände ich gut, dass ihr mir wirklich da Tipps gegeben habt, wo man noch auf Twitch einen Kanal besuchen kann, der Fußballspiele überträgt. Finde ich cool. Vielen Dank dafür, Marc Bastian. Mirko Paul, Glückwunsch zum Sieg. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen ihr beide übrigens in den Kommentaren. Ich glaube, ihr habt noch nicht geschrieben. Nils Butze, endlich mal wieder ein Sieg. Sehr nice, was die Qualität der Jugendspieler betrifft. Bin ich auch kein Fan davon, einfach nur um die 60er zu holen. Wirklich weiterhelfen tun die ja nicht. Finde, wir sollten jetzt definitiv noch mehr auf Schneider und St. Young bauen. Die haben gutes Potenzial. Ja, generell, ne, wir sind jetzt so weit, dass wir fast den Nicht-Abstieg sicher haben. 40 Punkte ist das Ziel. Und ab 40 Punkten werden wir ihn hier vollkommen jedes Spiel spielen lassen. Und auch ihn hier werden wir jedes Spiel spielen lassen, auch wenn er schon wieder wechseln will. Das müssen wir dem halt austreiben. Und haben wir noch junge Spieler? Haben wir noch, ne? Hier ist St. Young dann halt eben. Und auch Borkovic kommt dann auf jeden Fall jedes Spiel rein. Das werden wir so machen, einfach um die jungen Spieler, die wir jetzt geholt haben, an den Mann zu bringen, ne? Und zu verbessern. Das ist ja dann Ziel unserer Sache, damit wir vielleicht in der nächsten Saison da nochmal 3, 4, 5 Punkte rausholen können und jüngere Spieler eben aufbauen. So, die haben Angst vor uns, das gewinnen wir, so sehe ich das und so machen wir das auch. Zack, piff, paff, poff, es geht los, 8000 Leute, halb ausverkauftes Stadion, es regnet und die erste Aktion ist hier eine Attacke auf Tobias Schröck und er kann sich aber da gut befreien, das hat er toll gemacht, aber in der dritten Minute hinten rumzuspielen ist natürlich auch erstmal gefährlich, ich weiß nicht, was wir da für eine Idee haben. 10. Minute, schon wieder eine Attacke, diesmal von Abdisalam Ibrahim gegen Toko, das gibt dann auch mal eine gelbe Karte. 20 Minuten gespielt, noch nichts passiert. Und Benzolski wird hier von Hemmerich gehalten, das gibt auch eine gelbe Karte, diesmal für einen von uns. Es ist eher ein zerfahrenes Spiel, passt zum Wetter, es regnet. Und es ist hier auf dem Platz auch nicht so sonnig. Jetzt aber vielleicht mal Lodric von der rechten Seite in der Flanke, aber ja, die ist zu schwach. Die ist zu schwach für Philipp Klewin, also kein Problem, die runter zu pflücken. Dafür jetzt mal eine Ecke, die kommt von Raphael. Das müssen wir auch mal wieder umstellen. Ne? Ecke von Raphael, in der Mitte ist Schröck, der Kopf aus 7 Metern zentral und dann aber drüber. Was ist denn mit dem los? Mach dich doch einfach rein, ey. Wo willst du denn noch stehen? Wo willst du denn noch stehen, mein lieber Freund? So, Ecken. Der Raphael soll die nicht schießen. Der soll die reinköpfen. Ne? Das haben wir schon mal gemacht. Aber wahrscheinlich habe ich das irgendwann mal automatisch sortieren gemacht und dann vergessen, wieder umzustellen. Ich muss gleich dran denken, das auch insgesamt umzustellen. Hier ist das immer nur fürs Spiel. Benzolinski flankt von der rechten Seite auf den mitgelaufenen Ibrahim und er nimmt das Ding direkt aus der Luft. Oh gut, okay, da kann er den hinschießen. Kein Problem, ganz weit weg vom Tor. Ganz weit weg vom Tor. So, halbe Stunde gespielt und Tom Baumgart legt sich den Ball zurecht, läuft an und macht das Ding rein. Macht einfach den Freistoß rein und dann steht es ja 1-0 für eben Erzgebirge Aue. Ja, das wäre jetzt hier bitter. Da müssen wir gucken, was denn da schon wieder los ist, ey. Was soll denn das? Wir rücken mal ein bisschen nach vorne mit unserer Aufstellung hier, mit unserer Abwehrreihe und dem Pressing und geben jetzt mal Gas hier. Was soll das denn? Giano Staude mit einer gelben Karte wegen Meckerns. Muss auch nicht sein, aber ich kann es nachvollziehen, wenn man 1-0 hinten liegt gegen Aue. Was soll das denn? Egal, Fabian Giefer kloppt den Ball jetzt einfach mal abschlagmäßig nach vorne. Staude nimmt den los. Was ist denn mit dem? Hat der Feuer unterm Hintern? Der rennt in den Strafraum, der schießt und der trifft das Ding und hat uns einfach reingedrückt. Da war ja kein Mensch. Was ist denn mit dem los? Usain Bolt wäre stolz auf ihn. Der ist ja abgegangen wie sonst was. Duracell-Batterie hinten rein und abgegangen. Halleluja. 1-1 Staude, eben noch sauer gewesen und gelb bekommen, jetzt sauer gewesen und einfach das Ding unter den Querbalken gezimmert. Meine Güte. Das Tor kannst du ja abschrauben und erstmal gucken, ob das Ding noch funktioniert. Halleluja, Konterchance jetzt für Würzburger Kickers. Raphael alleine vor Philipp Klewin. Was macht unser Typ? Der legt den Ball auf Staude, der muss nur noch einschieben. Und da schießt er am Tor vorbei. Da schießt er am Tor vorbei, der Staude. Was ist denn da los? Mensch, Mensch, Mensch. Der ist ja hier in jeder wilden Situation mit dabei. Oh, das gibt's doch nicht. Den muss er doch machen. Meine Güte, vor allen Dingen, wenn man doch gerade eben schon einen reingedrückt hat. Da muss man doch irgendwie ein bisschen die Motivation oder das Selbstvertrauen mitnehmen. Gut gemacht vom Raphael, da einfach nochmal quergelegt, aber nein. Leider nicht gereicht. Meine Güte.
Was für wilde Szenen hier am Ende der ersten Halbzeit. Lodric kommt raus, dafür kommt mal Sang Yang rein. Nicht so ein gutes Spiel von Lodric, auch Crespo nicht so ein gutes Spiel. Ne? Da können wir auch gleich gucken, ob wir nicht dann Schneider reinbringen. Und insgesamt, ja, 1:1 ist für mich zu wenig. Da müssen wir noch nachlegen auf jeden Fall. Da muss noch was kommen. Hinspiel ging 1:2 aus. Das ist ein relativ realistisches Ergebnis, würde ich sagen. Wenn ich wetten müsste und nach dem Verlauf der ersten Hälfte, würde ich sagen, es geht wieder 1:2 aus für uns. So. Wir gucken mal, wo sind wir tabellarisch immer noch auf Platz 10. Wir könnten nicht auf 9 hochspringen, aber wir könnten mit Platz 9 gleichziehen. Keanu Staude wird steil geschickt, aber Malcolm Kakutalua bekommt den Ball zur Ecke gekrätscht und Staude kann da direkt da bleiben und die schießen. Der bringt ihn auf Toko, der verlängert den Ball, aber schon wieder Kakutalua da und klärt diese Ecke. Also der Innenverteidiger da passt gut auf gerade, ist hellwach und bringt den Ball nach vorne zu Tom Baumgart. Der ist auf der rechten Seite mit einem Übersteiger in die Mitte. Flanke auf Tulinski. Der legt den Ball mit der Brust runter und schießt und haut ihn rein. Da haben wir das 2:1, aber auf der falschen Seite. Auf der falschen Seite. Was ist denn hier? Ben Tulinski mit dem 9. Tor in dieser Saison. Und da müssen wir mal sauer sein. Eieiei, das ist nicht das, was wir uns hier erhofft haben, liebe Leute. Das reicht hier nicht aus. Und wir werden jetzt erstmal die Vierer auswechseln. Die haben nämlich eben nicht so ein geiles Spiel hier gerade, ne? Ach du. Ist das bitter. Ist das bitter. Okay. Schauen wir uns an, wie es weitergeht nach den beiden Wechseln. Also Borkovic für Schröck kommt rein und Fabio Schneider für Miguel Crespo. Der Portugiese bei uns ja auch, ja, so nicht so ganz angekommen, würde ich sagen, bisher. So, jetzt mal hier Gas geben. Aber erstmal kommt Erzgebirge Aue. Zolinski auf der linken Seite bringt den Ball zu Ibrahim und der, was für ein Ding aus 8 Metern um Zentimeter das Tor verfehlt. Aber Aue kommt erneut, diesmal mit Busmann, dem Linksverteidiger, in die Mitte auf Baumgart gespielt. Der nimmt das Ding und hämmert das ins Netz rein. Das gibt's doch gar nicht. Scheiße. Tja. Guter Rat teuer. Ehrlich gesagt glaube ich ja nicht, dass wir ein 1:3 noch umdrehen. Deshalb werden wir jetzt hier noch die beiden Wechseln ausführen. Und Yate darf mal reinkommen. Ach du Scheiße. In 20 Minuten glaube ich nicht, dass wir das hier noch drehen. Ganz ehrlich. Und da müssen wir dann genau das machen, was wir vorhaben. Nämlich die jungen Leute mit Einsatzzeiten beglücken. Und, da wird der Randale Ronny wieder steil gehen. Eieiei, ich sehe schon das nächste Banner im Ultra-Block von Kickers auf jeden Fall. Mann. Pascal Teströd ist verletzt, Bänderdehnung muss raus. Jetzt haben wir natürlich einen Mann mehr. Nein, doch nicht, die dürfen noch mal. Antonio Jonjic kommt rein. Die dürfen noch mal wechseln. Oh! Söre Gonta tritt einfach unseren jungen Stürmer JT um. Das muss doch mal rot geben, aber es gibt nur gelb. Das gibt's doch gar nicht. Das kann man doch gar nicht akzeptieren. So eine Leistung vom Schiedsrichter. Mann. Guga holt sich hier auch eine gelbe Karte. 10 Minuten ist noch. Es ist bitter. 10. Platz, gar kein Problem eigentlich. Ne? Das ist okay so, aber man will doch gewinnen hier gegen Aue. Und was ist jetzt los? Ja, Guga. Super. Guck noch mit dem Eigentor. Riskanter Rückpass. Und was macht Giefer? Der tritt am Tor vorbei. Am Tor, ja. Am Tor auch. Und am Ball und an allem hat er vorbeigetreten. Und dann ist halt ein Eigentor. Ui, es ist bitter. Debakel. Da schwillt meine Nase direkt nochmal an. Ich habe im Moment eine etwas entzündete Nase hier vorne. Deshalb ist sie so rot. Ich habe nicht getrunken, ne? Auch wenn man das vielleicht hätte tun sollen vor diesem Spiel. Mann. Fast noch ein Eigentor, diesmal von Borkovic. Aber er hat gerade den Ball noch so an die Latte lenken können. Es gibt die nächste Ecke. Boah, ist das übel. 1:4. Also das ist schon
Das hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich. San Yang versucht jetzt mal. Mit der rechten Seite kommt er, dann kommt eine Flanke in die Mitte rein. Borkovic legt ihn zurück auf Jaite und der über 6 Meter geht drüber. Also auf 6 Meter muss man auch zumindest das Ding einfach aufs Tor schießen können. Und stattdessen jetzt die Konterchance für Aue. Hochscheid alleine vor Giefer. Er schießt und der Ball ist nicht drin, weil Giefer hier nochmal halten kann. Oh. Tja, also das war eher für uns hier Erzgebirge Aue statt Erzgebirge Aue. Heieieiei. Vollkommen desaströs. 1-4, das ist hart. Das ist hart. Da gibt's auch nichts zu beschönigen, muss man so genau sagen. Es ist hart. Es ist sehr hart. Schneider versucht aber nochmal in der letzten Minute auf Holthaus. Der bringt eine Flanke auf Kiano Staude und der macht es wenigstens rein. Ich wollte gerade sagen, wenigstens das 4-2, aber nein, es war abseits. Jetzt ist Schlusspfiff. Boah. Ganz schwierig. Zumindest, also das einzige Gute an diesem Spiel ist, wir haben keine 5er- und 6er-Noten bekommen. Das ist auch das Einzige, was man hier jetzt mitgeben kann. Schwierig. Paderborn verliert gegen Hannover. Dann haben wir einen Sieg Braunschweig gegen Darmstadt, genauso wie Bochum gegen Heidenheim. Fortuna Düsseldorf verliert gegen Sandhausen. Pauli verliert gegen Hamburg. Nürnberg gewinnt gegen Fürth. Osnabrück verliert gegen Regensburg. Und Kiel verliert gegen den KSC. Das ist für den KSC natürlich Bombe. Die rücken hoch auf Platz 4, aber die haben immer noch 9 Punkte Rückstand auf den Dings hier, auf Hamburger SV und den Relegationsplatz. Tja, ich glaube, also es sind natürlich noch 10 Spiele zu gehen, aber ich habe das Gefühl, die ersten 3 stehen hier so halbwegs fest. Unten ist noch spannend, letzter Platz nicht, aber 17, 16, 14 und 15 hier, also die sind alle hier so, ne? Regensburg, Osnabrück, Sandhausen, Braunschweig, das kann noch ein bisschen rund gehen, glaube ich. Alle anderen Sachen sind meiner Meinung nach schon nach FM-Logik und so wie das meistens läuft, glaube ich, schon durch. Trotzdem ist man natürlich sauer, wenn man so ein Spiel so verliert, wie jetzt gerade eben. Das kann es nicht sein. Staude rückt noch einen vor, ist jetzt auf Platz 6 mit der Torjägerliste. Fast so viel wie Raphael geschossen. Das ist einfach auch krass. Die Verpflichtung von Cedric wird nicht ohne Skepsis gesehen. Ist er überschätzt worden? Wir wissen, was er kann und dass er auch in Zukunft... Und das wird er auch in Zukunft hier tun. Unsere Spielweise kommt ihm entgegen. Moral alle +2. Guck mal, wir stellen uns hinter unsere Spieler. Ne? Selbst wenn wir auch sagen, ne? Das ist schon mal schwierig mit dem einen oder anderen. Aber in der Öffentlichkeit stehen wir hinter unseren Leuten. Das können wir intern besprechen, sehr gerne. Aber nicht vor den Leuten da mit der Kamera und dem Mikrofon. David Wagner ist bei Schalke ja rausgeschmissen und Cheng Cheng ist jetzt bei dem FC Schalke am Start. Ich bin gespannt, wie der Herr dort klarkommt. Da bin ich sehr gespannt. Dietmar Hamann ist jetzt bei Aizemis Alanyaspor. Aha, okay. Und Carsten Baumann ist bei Legia Warschau angekommen. Das ist ja auch ganz interessant, ne? Ganz interessant. Was haben wir denn noch? Andreas Brehme hat Lukas Posiri in, was ist Independent? Argentinien abgelöst, okay. Halil Altitop ist jetzt bei Pittsburgh Riverhounds. Ich glaube, da waren wir schon mal. Ich glaube, die anderen kennen wir schon hier. Ja, interessant, ne? Ganz interessant auf jeden Fall, wer da so immer wohin wechselt. Oh, wir kriegen Minuspunkte. Oh. Aber einer ist nicht so verkehrt, ne? Das ist okay. Jetzt geht es allerdings, Topspiel hätte ich bald gesagt. Vom Namen her Topspiel, aber ist gar nicht so Topspiel, weil die uns doch relativ nah beieinander sind hier. Scouting-Büro, können wir noch irgendwas machen? Vereinszentrum müssen wir dafür ausbauen. Wir haben noch Budget, da machen wir das. Was bringt das hier insgesamt? Spielerverhandlung, Bonus, der bleibt aber wie er ist. Maximale Premium-Sponsoren bleibt auch. Nebensponsoren haben wir einen mehr und einen mehr bei lokale Sponsoren. Okay, und wir können nachher das Scout-Büro ausbauen. Also machen wir das doch so. Miguel Vargas wurde entdeckt als, schwache Nerven, Temperament, 31 ist, glaube ich, für einen 14-Jährigen ganz gut, aber Zweier-Talent ist jetzt auch nicht so geil, den lassen wir weg. Also mit so vielen Negativsachen hier, mit schwachen Nerven und Temperament, das lassen wir mal bitte. Lifestyle-Ikone und Sprache ist jetzt nicht so wichtig. So, weg damit. Hauptsponsor stellt Siegprämienaussicht gegen Paderborn, das wäre auch jetzt nicht das Verkehrteste, das müssen wir eigentlich mal hinkriegen. Gökhan Barin, ey, ohne Schiss, den habe ich doch schon auf 10 gescoutet. Was wollt ihr denn von mir hier? Scout Joachim Haberle berichtet, dass ein Freund von ihm Tipp für den Typen bekommen hat. HMDB, sag ich da nur.
HMDB. Bonnmann ist noch 2 Wochen verletzt und Kuhn noch 3 Wochen. So, Liam Morrison, wie gesagt, 61er Innenverteidiger bei Bayern und Lütke Free, 61er zentraler Mittelfeldspieler bei Dortmund. Ist ganz nett, aber wir haben jetzt genug. Wir haben jetzt genug Leute da an jungen Typen. Wir müssen jetzt mal sehen, dass wir die überhaupt eingebunden bekommen und entwickelt bekommen. Ne? Das ist jetzt Ziel der ganzen Chose hier. So, und ich würde auch sagen, wir bringen Cedric einfach in der nächsten Folge hier mal von Beginn an. Und Osabe darf auch mal von Beginn an, aber auf der rechten Seite spielen. Lodric hat ja da auch nicht so überragend wieder gespielt. Wie eigentlich die ganze Saison. Ne? Also Lodric ist da irgendwie nicht so geil unterwegs. Bei der Innenverteidigung würde ich auch Bukovic gerne mal am Anfang bringen. So, das wäre jetzt unsere Paderborn-Aufstellung. Jugendspieler schon wieder aus Schottland. Emilian McLeod oder McLeod. 25.000, das machen wir natürlich mit. Ne? Das ist immer so unser Ding. Da mache ich immer erstmal mit. Wir haben einen Marketingmanager und Eduard Haas ist fast auf voll gescoutet. Okay. Mitarbeiter. Aufgaben übertragen. Manager macht Fanartikel und, ne, Fanshops managt der nicht, sonst baut er mir irgendeine Scheiße dahin. Aber die Fanartikel kann der mal machen. Ne? Das ist Sinn der Sache bei so einem Typen. So, ja, Paderborn lädt, nein, wir laden ein, so rum. Paderborn kommt vorbei und da müssen wir jetzt sehen, dass wir das hinkriegen. Also da sehe ich jetzt auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, das wir unbedingt ausschöpfen müssen, sonst wird das wieder wild. Newcomer der Saison, bester Mann Christoph Klarer von Düsseldorf, Bijol von 96 und Barry von den Kleeblättern. Ja, auch starke Leute hier, ne? 20 Jahre 70er Stärke. Ist das auch so? Den haben wir auf 10. Ist schon cool. Was haben wir hier noch? 68er ZM mit Kaufoption, 2,5 Millionen. Würde ich ziehen, ne? Wenn ich jetzt hier Hannover 96 bin, würde ich ziehen. Der hat jetzt schon einen Marktwert von 3,7 Millionen. Auf jeden Fall mitnehmen, 22 Jahre, ist aber besorgt, warum auch immer, weil hat viele Spiele gemacht, ne? Keine Ahnung, warum der besorgt ist. Und Barry bei den Kleeblättern, der hat auch viele Spiele gemacht, auch schon 2 Tore als Innenverteidiger, allerdings in Anführungszeichen nur ein 60er, da ist noch Luft nach oben. Viele von uns sind auch dabei, Sanyang, Schneider und Borkovic, allerdings auf 5, 6 und 9, ist okay. Nächste Saison muss da jemand anders ganz oben stehen. Einer von uns. Okay, Heimspiel gegen den SC Paderborn, meine lieben Freunde. Und weil ich eben schon gesagt habe, im Moment ist es ein bisschen schwierig mit der Aufnahme. Morgen kann ich auch noch eine Aufnahme machen. Und die werde ich auch machen. Das heißt aber dann, dass ihr eure Kommentare von unter diesem Video nicht implementiert haben werdet im nächsten Video. Tut mir leid, aber um so halbwegs ein bisschen was an Regelmäßigkeit jetzt übers Wochenende noch zu bringen, die kann ich nämlich dann irgendwie am Sonntag oder so online stellen, die Folge, ist das, glaube ich, das Sinnvollste, was ich machen kann. Holen wir dann wieder nach, ne? Kommt dann im übernächsten Video. Ist so. Lässt sich momentan nicht anders regeln. Irgendwann bin ich im Haus, unten im Keller, dann kann ich auch mal abends aufnehmen. Darmstadt gegen Bochum ist das Top-Duell und dann kommt ja das Duell der Dinos in jeglicher Form, was Tradition angeht. HSV gegen den Club und KSC gegen Pauli. So. Ja, ich weiß, wir könnten noch besser aufstellen, was die reine spielerische Anlage angeht. Aber wir werden das jetzt so angehen hier. Wir werden genauso in diese Partie reingehen und gucken uns das an. Quadvo-Vertragsverlängerung unzufrieden. Ja, mein Lieber, ich wollte dir doch einen anbieten, du hast doch keinen Bock gehabt. Also, nö. Außerdem kommt noch ein Innenverteidiger zurück aus Kaiserslautern. Also nein, Luke Hemmerich, du hattest auch keinen Bock. Also jetzt wollen sie, ne? Wenn sie unzufrieden sind und so, dann auf einmal, da sagen die, ey, warum? Oh, und ich sehe gerade, ach du, da ist auch ein Konkurrenzangebot dabei. Na, jetzt lauscht mich aber einer der Affe. Und zwar von Braunschweig. Gerne ein akzeptables Angebot, aber wir werden nämlich jetzt auch nicht hier... Oh, guck mal, der hat 22.000. Also können so ein bisschen höher gehen. Wir sparen immer noch Geld ein, ne? So, Eddersheim und Duisburg hat Interesse an uns.
Jugendspieler erreicht, Trainingsziel, Datenbank aktualisiert und Scouting abgeschlossen von Eduard Haas. Das war auch einer aus der Red Bull Salzburg Jugend. Ist keiner für uns hier. Trainiert erstens ungern und 52 bitte euch. Alles klar. Einmal weg damit! Ist das Kunst oder kann das weg? So, möchte sich verbessern. Wir werden ihm hier sagen, pass mal auf. Kann man nicht sagen, im nächsten Spiel. Ihr habt ausgerechnet jetzt doch hier in Topform. Der hängt sich rein. Und auch hier bei ihm machen wir es auch. Zack. So, Osabe, da müssen wir gucken. Ne? Osabe ist interessant. Ihr möchtet den Verein verlassen. Also da weiß ich noch nicht, wie das hier weitergehen soll. Mit dem. Wir sagen ihm mal, damit wir einfach ein Gespräch mit ihm auch angegangen sind. Ne? Wenn er das nämlich gut findet, dann sollte man das immer machen. Ne? Wenn der Bedarf hat an Gesprächen, immer machen. Und selbst wenn man da auch nur mit dem kann man nichts Gutes sagen. Ne? Das ist problematisch. Selbst wenn man da nur immer irgendwie nach der Familie fragt. Manchmal geht es nicht. Da beim Holthaus ging es jetzt gerade nicht. Möchte keinen Wettbewerb. Der ist halt auch hart, der Preisinger. Wir haben 3 ZMs und 2 davon spielen immer und er will keine Konkurrenz. Also ich kann doch nicht nur 2 ZMs im Kader haben, wenn ich mit 2 ZMs spielen will. Was denkt er sich eigentlich? Wahrscheinlich müsste man dann dafür einen total einen total schwachen Typen haben. Ne? Also, dass man zwar mehrere ZMs gerne hat, aber die anderen, die auf der Bank dann sitzen, so weit weg sind, dass der Kerl sagt, ja, okay, das ist keine Konkurrenz für mich. Das wäre wahrscheinlich Sinn der Sache. Also wir bräuchten dann sowas wie einen 56er auf der Bank oder sowas. Aber wir haben mit Schneider einen 62er. Ne? So, dann wollte ich die Aufgaben ja nochmal neu verteilen. Erstmal alle neu verteilen, so insgesamt. Und jetzt die Ecken. Die macht nicht der Raphael. Vielen Dank und wir gehen ins Spiel, ins nächste Spiel gegen den SC Paderborn 07. Wir sind zu Hause und jetzt muss es doch mal irgendwie doch nochmal knallen. Also das mit der Serie hat nicht geklappt, aber wenn wir jetzt hier knallen, dann bin ich auch zufrieden. So, Paderborn mit Steffen Baumgart auf dem Trainerposten ist angekommen. Lothar Ostheimer, der junge Schiedsrichter, pfeift an, der Ball rollt und wir sehen hier erstmal die klaren Fehlentscheidungen von Ostheimer und seinem Team. Weder Osabe noch Schallenberg waren im Abseits, aber es ist immer die Fahne oben gewesen. Ja, so kann es passieren, gerade bei jüngeren Schiedsrichtern. Manchmal ist es so, ne? Auch bei älteren auch schon mal. Generell einfach insgesamt Schiedsrichter ab und zu, die können schon mal Fehler machen. Ne? Genau wie so ein Gerry oder wie alle anderen auch. Weiter Einwurf von Achieri und jetzt verlängert den Skrebeni. Die haben jetzt ein zweites Mal einen langen Einwurf und diesmal ist er drin. Führich ist schneller als Borkovic, dann geht er ins Tor. Okay. Aber Staude will es wissen. Auf der linken Seite ist direkt nach vorne gekommen, schlägt den Ball nach innen. Da ist Raphael am Start, aber kommt nicht vor Zingerle am Ball. Schade. Na gut, dieses Spiel gegen Paderborn wird ein knackiges Spiel. Wir sind ja auch schwächer auf der Brust und ich habe ja auch ein paar jüngere Spieler reingebracht. Deshalb müssen wir uns da im Klaren sein, dass das ein schwieriges Spiel wird. Und das war mir auch klar. Trotzdem zu Hause kann man doch einfach mal gewinnen oder so. Oder zumindest ein Unentschieden gegen Paderborn fände ich schon okay. Reisinger geht jetzt von rechts in den Strafraum. Sein Schuss, leider keine Kraft mehr. Hatte sich gut durchgesetzt da. Mit 2-3 Haken durch die Verteidigung gewurschtelt. Warum geht das nicht immer so? Aber der Schuss war dann zu schwach. Würzburg spielt jetzt schnell und schnörkellos nach vorne. Reisinger wieder mitten im Geschehen, bringt den Ball aus Osabe, der in die Mitte mit einer Flanke. Raphael mit dem Kopfball und da ist der Ding. Nein, ist nicht drin. Da geht er vorbei. Der bringt vorbei. Aber genauso muss es gehen. Warum denn erst in 40 Minuten oder nach 40 Minuten? Warum denn nicht schon viel früher? Warum denn nicht viel früher? So, das war nicht der Matchplan, meine Lieben. Hier müssen wir mal kritisieren, motivieren. Oh, unter Vorzeigestürmer jetzt hier mit einer 5. Oh. Wir gehen trotzdem unverändert in die zweite Hälfte erstmal rein, bis zur 60. Minute. Viertelstunde geben wir den Jungs noch, um hier das zu drehen. 55. Minute. Aber es passiert einfach nichts.
Ah, 58. Minute, Moment. Die Zeit steht still. Das bedeutet, jetzt könnte was passieren. Allerdings für Paderborn. Weiter Ball auf Chris Frührich. Der bringt ihn jetzt nach vorne in die Mitte rein. Giefer stürmt aus dem Tor vorbei, aber Tarazino ist zuerst am Ball und dann macht er den rein. Er spitzelt den dann vorbei an unserem Torwart, der zu langsam rauskommt. Um Gottes Willen, 2-0. 2-0. Und das bedeutet für uns auf jeden Fall wechseln. Auf jeden Fall wechseln. Eieiei. Tja, dann kommen hier die jüngeren Leute halt rein, ne? Das wird eine sehr, sehr schwierige und harte Saison auf jeden Fall noch werden, ne? Das wird jetzt zäh. Die Videos werden jetzt zäh, sag ich euch. Nächste Saison sieht's wieder anders aus, wenn wir uns dann gefangen haben. Wir kennen das aus anderen Let's Plays, ne? Es gab immer mal so eine Phase, wo man eine Hinserie oder Rückserie echt Schwierigkeiten hatte. Und das ist jetzt gerade bei uns der Fall. Die Hinserie war über unserem Niveau. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei unserem Niveau, was wir diese Saison halt eben normalerweise auch hätten. Wir haben ja auch noch einige Abgänge zu verzeichnen gehabt. Und ja, die Neuzugänge müssen erst noch entwickelt werden. Hoffentlich kriegen die nicht alle Minuspunkte in der Auf- und Abwertungsrunde. Dann ist das mit dem Entwickeln noch schwieriger. Aber so ist es. Also das werden jetzt ganz, ganz schwierige Wochen. Die letzten 9 Spieltage quasi. So, Ecke haben wir rausgeholt, nämlich Preisinger war es. Der ist eigentlich ganz gut dabei, ne? Aber irgendwie reicht's dann doch nicht. Gerno Staude bringt den rein und Schonlau klärt zur nächsten Ecke, die wieder von Staude reinkommt, von der linken Seite, kommt schön jetzt auf den Elfmeterpunkt und da muss doch einer stehen, aber Zingerle kommt heraus und hat den Ball vor Guga aus der Luft gefischt. Schade. So, aber so kann's weitergehen hier. Wir haben jetzt mal Chancen, die muss man doch einfach mal erspielen und dann auch nutzen. Das wäre ja wichtig. Einfach mal Chancen auch nutzen. Stattdessen Paderborn mit einer Konterchance. Advi Adje vor Giefer, der schießt und er ist drin. Man muss da nicht so untergehen. Das ist halt bitter, ne? Wenn man doch hier 1-0 verliert, ist okay gegen Paderborn. Aber man muss doch nicht 3-0 verlieren. Oder 2-1 verlieren von mir aus. Okay, aber doch, was ist denn da los, ey? Ah, Mann! Paderborn wechselt. Können wir auch überlegen, ob wir noch unseren letzten Wechsel hier mitnehmen. Da können wir zumindest die Gugas Dreiernote noch behalten. Ach du Scheiße, ey. Die Eingewechselten werden auch jetzt richtig schlechte Noten bekommen. Das ist dann so, wenn es dann schlecht läuft und man hat eingewechselt, dann haben die meistens noch beschissenere Noten. Hervorragende Leistung von Schiedsrichter Lothar Ostheimer. Naja. Also ich sag mal so, ne. Das sehe ich jetzt nicht so. Da, ja, Sang-Yang zum Beispiel mit einer Note 6. Das ist sehr, sehr bitter auf jeden Fall. Taktik, wir können ja auch mal hier ein bisschen was umstellen. Wir haben die Flügel, wir machen mal ohne Vorgabe. Vielleicht geht das noch ein bisschen besser. Gerno Staud auf jeden Fall mal mit der Ecke. Und Cedric kommt an den Kopfball, aber da ist Schallenberg und stößt die so ein bisschen rum, rempelt ihn da, stört ihn beim Kopfball und deshalb geht der Kopfball nicht ins Tor rein. Schade. 88. Minute, Thalhammer kommt nochmal für Svante Ingelsson im defensiven Mittelfeld von Paderborn. Es gibt 2 Minuten Nachspielzeit und das Ding ist durch. Das Ding ist gegessen, Paderborn springt nach oben. Da gehören die auch hin, ne? Also mit der Stärke ist das ja auch nicht so weit weg von dem, was die eigentlich sollten. Aber 3-0, warum lässt man sich denn da so abwatschen, ey? Ja, es ist das geworden, was einige, unter anderem auch Ronny, prophezeit haben, nämlich, dass es eine schwierige Rückrunde werden wird. Wir haben keine wirklichen Verbesserungen, eher Verschlechterungen, was die Stärke angeht, hinnehmen müssen, weil viele Leute auch ihren Vertrag nicht verlängern wollten. Da mussten wir damit noch Kohle machen zumindest. Weil ich sag mal so, wir werden nicht absteigen. Davon gehe ich aus. Wenn wir dann noch nicht mal Kohle reingeholt hätten, dann sähe es für die nächste Saison schwierig aus. Ne? Wenn die jetzt so wäre, dass man unten im Abstieg hätte kicken müssen, dann hätte ich gesagt, ey, drauf geschissen, wir müssen in der Liga bleiben und da müssen wir auch die Guten halten, die ihren Vertrag jetzt nicht verlängern wollen. Aber so, meiner Meinung nach, gar nicht so viel anders möglich gewesen, als eben diese Verkäufe zu tätigen. Nochmal als ja kleine Erläuterung, was da so mein Gedanke hinter war. Hannover gegen Braunschweig im Derby 0-0. Dann haben wir Regensburg-Niederlage gegen Aue. Führt unentschieden gegen Osnabrück. Hamburg gewinnt gegen den Club. Karlsruhe gewinnt gegen St. Pauli.
Sandhausen gegen Holstein Kiel unentschieden. Heidenheim verliert gegen Düsseldorf und Darmstadt verliert gegen Bochum. Tja, wir haben kein Tor gemacht, deshalb wird weder in der Elf des Tages noch jemand von uns drin sein, noch sich bei besten Spieler irgendwas getan haben. Aber wir haben einen neuen Erstplatzierten, was die Tore angeht, und zwar Sever Ganvula von Bochum. 2 Tore gemacht und ist jetzt 1 Tor vor Philipp Hofmann, der da ganz lange da oben stand. Echte Verstärkung, guck mal, so schlecht ist das hier zumindest gar nicht gewesen, zumindest was der FM uns sagt. Sensation, Luis Holtby bei Fortuna Düsseldorf, finde ich auch einen ganz coolen Wechsel irgendwie. Alexander Ignowski bei Hannover und Holzschoppen, Noah Holzschoppen bei Sandhausen. Bei uns Schröck, Guga und Karlsson eine echte Verstärkung. Guter Griff, Preisinger, Borkovic und Holthaus. Nur Mitläufer bisher, Osave und Jaite. Osave hier für 65.000 gekommen, ne? Da mussten wir auch zugreifen. Genauso wie hier mit Holthaus mit 90.000. Das waren einfach Deals, da konnte man nicht Nein sagen. Um gar keinen Fall. Braunschweig will uns Hemmerich abnehmen. Aber da versuchen wir natürlich, das zu deichseln. Den wollen wir ja halten. Das hat die Community ganz klar immer wieder gesagt. Und dann werden wir das auch so machen. Ne? Duisburg hat Wollitz rausgeschmissen. Und da gucken wir, wer da so hinkommt. SPAL Ferrara, das ist, glaube ich, auch irgendwie Südamerika. Nein, Italien, um Gottes Willen. Oh Gott, oh Gott. Ferrari, Ferrara, okay. Da ist jetzt auf jeden Fall Thomas Helmer am Start und Ulf Kirsten ist in Heerenveen untergekommen. Das finde ich einen gar nicht so unrealistischen Wechsel. So einen deutschen Trainer, der jetzt nicht so viel, oder einen deutschen Ex-Fußballer, der jetzt nicht so viel Trainererfahrung hat, irgendwo in den holländischen Gefilden, in den niederländischen Gefilden einzubringen. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Finde ich gar nicht so unrealistisch. Manche andere Wechsel da allerdings sind doch eher wild. Sagen wir es mal so. Also, direkt nochmal einen Minuspunkt, aber wir haben ja noch ein bisschen Puffer. Hui! Hui, hui, hui! Spielerberater, noch jemanden? Jovo Simic aus Bosnien-Herzegowina, nehmen wir auch mit, natürlich. Scouting abgeschlossen von Union. Jugendspieler kommt zu Ihnen. Also, der Schotte ist jetzt hier bei uns. Oh! Also ich glaube, jetzt wird's wild. Jetzt von jetzt an kommen, glaube ich, nur noch Kommentare unten rein. Ich will den Jugendspieler, ich will den Jugendspieler, ich will den Jugendspieler. Hallo, ist der Jugendspieler frei? Ich will den Jugendspieler. Ich will übrigens den Schotten. Also da muss ich mir gucken. Ihr kennt mich, ne? Ich versuche, Loyalität zu belohnen. Und je nachdem, wer sich meldet, würde ich mich eben, schwierig für mich auf jeden Fall. Da werden sich jetzt richtig viele drauf bewerben. Eins kann ich nur schon mal sagen, lieber Ronny, in deine Richtung wird er nicht gehen, falls du dich bewerben solltest, weil du hattest echt einen sehr, sehr coolen Jugendspieler im letzten Let's Play gehabt. Da würde ich jetzt erstmal andere Leute Vorzug nehmen. Aber ich erkläre mal jetzt nochmal für alle, wie das hier zu funktionieren hat. Außer du bist der Einzige, der sich drauf bewirbt. Dann kannst du natürlich haben. Ne? Also so, wenn sich nur einer drauf bewirbt, der kriegt immer den Jugendspieler, den er haben möchte. Aber wenn eben ein Jugendspieler von mehreren Leuten gehabt werden möchte, dann ist das so, dass ich da diejenigen doch belohnen möchte, die schon länger dabei sind oder die vor allen Dingen auch einfach häufig und oft unten reinschreiben in die Kommentare. Weil kann natürlich sein, dass einer schon seit Wiedenbrück dabei ist, aber irgendwie nie kommentiert. Dann weiß ich das ja nicht. Ne? Das ist so die Sache. Also, ja. Trotzdem erkläre ich mal, wie das läuft. Wer den haben möchte, den Jugendspieler, schreibt rein, ey Gary, ich möchte gerne den Schotten haben oder den neuen Jugendspieler oder das Zehner-Talent, was auch immer. Und dann gebe ich den Namen hier ein. Ich mache jetzt einfach mal, keine Ahnung, es muss zum Schottischen passen. Ne? Also ich möchte jetzt hier nicht haben, ich möchte, dass der Martin Müller heißt oder so. So, aber man könnte zum Beispiel sagen, Scott, weiß ich nicht, Scott Mac Blumack. So, und dann wäre der Spitzname wäre dann euer YouTube-Account. Das wäre in dem Fall bei mir hier Gary Blumark. So läuft das. Piff, paff, poff. Künstlernamen bei Schotten gebe ich nicht. Das ist dann auch im nur speziellen Nationalitäten vorgesehen. So, das würden wir hier so sehen. Ne? Hier sieht man zwar jetzt Gary Blumark, weil der Name hier Scott McBlumark so lang wäre. Normalerweise sieht man dann Scott in Anführungszeichen Gary Blumark, Mac Blumark, das wäre aber zu lang, deshalb wird das dann auf den Spitznamen abgekürzt.
Ja, und dann könnt ihr ihn haben. Ihr könnt mir gerne sagen, was für ein Spielerbild er haben soll. Und dafür geht ihr einfach unten in den Kanälen, in der Videobeschreibung. Da ist einmal Latzes Seite, beplaced.latze.de oder so. Da könnt ihr euch ein Spielerbild aussuchen. Oder in meinem Thread, in meinem FM-Joker-Thread, der ist auch da verlinkt. Da sagt ihr mir einfach, ah, oh, cool, ich finde Generik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, was auch immer. Den finde ich cool, bitte gib mir den. Würde ich dann noch mit einem Würzburger Kickers-Trikot versehen. Und schon ist er euch. Ich habe aber die Bitte, dass ihr nicht sauer seid, wenn ihr ihn nicht bekommt. Ne? Das wäre schon wichtig für mich, weil es ist für mich schon sonderlich schwer. Auf Steam wäre das total einfach, ne? Auf Twitch wäre es total einfach. Da würde ich einfach sagen, passt mal auf, liebe Leute, wir verlosen den. Und dann jeder haut da Punkte rein oder kann sich den kaufen für seine Punkte, wer am meisten Punkte investiert, die man halt eben durch viel Gucken auch bei mir bekommt. Der kann nämlich holen, kaufen oder dementsprechend viele Lose kaufen oder so. Da wäre das gar kein Problem. Hier ist ein bisschen schwieriger. Ja, liebe Leute, so weit, so gut. Das ist natürlich nochmal eine richtige Bombe hier für 25.000. 15 Jahre, es dauert noch, bis der kommt. Ne? Deshalb, das ist vielleicht auch bei dem einen oder anderen, sollte man das bedenken. Der wird erst mit 17 oder so in den Kader maximal geholt und dann ist der vielleicht auch noch nicht ganz so gut. Also es könnte sein, dass der noch ein bisschen in der Jugend spielt. Ne? Und wenn man dann gefeuert wird, dann und so, oder? Dann könnte auch. Es ist eine leicht strategische Entscheidung, einen Jugendspieler sich zu überlegen. Und da müsst ihr überlegen, will ich den oder warte ich noch? Oder weiß der Geier was, ne? Aber das ist ja wenigstens ein cooles Ende in einer doch etwas schwierigen Folge, muss ich sagen. Alles klar, der Gary ist weg, ich wünsche euch was. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Vielen Dank für eure Kommentare wieder. Denkt dran, die Kommentare hier drunter. Freue ich mich auch sehr, aber die werden im nächsten Video leider nicht erwähnt werden können. In dem Sinne, der Gary ist weg. Tschüssi!